Julie kommt aus einer zweiten Kreuzbandverletzung. Julia Gwinn ist 23 Jahre jung. Das ist eine sehr, sehr schwere Verletzung im Fußball. Julie ist zwar im Reha-Verlauf, etwas vor dem Zeitplan, hat aber noch kein komplettes Mannschaftstraining machen können, ist also integriert zwar in geführte Formen und hat zum Teil, wie gesagt, auch muskulär reagiert auf bestimmte Dinge. Von daher gibt es da auch nicht das klare Bild. Und am Ende war das die schwierigste Entscheidung, jetzt auch zu sagen, warum, was spricht dagegen? Und am Ende spricht die Zukunftsperspektive, die Vernunftsentscheidung und die Sicht für die Zukunft mit Julia Gwinn, die steht im Vordergrund. Vielleicht wäre es irgendwie gut gegangen und man hätte jetzt Julie noch in die nächsten 7 Wochen in einen Prozess mitnehmen können, aber sie hat noch kein Fußballspiel machen können. Sie ist, wie gesagt, noch nicht im Kontakttraining. Sie hat noch kein einziges Mannschaftstraining komplett absolvieren können, so dass wir am Ende uns klar entschieden haben, in Absprache mit Verein, mit Reha-Trainern, aber vor allen Dingen mit Julie, diese Entscheidung für die Zukunft zu treffen und mit Julie noch viele Turniere hoffentlich in den nächsten Jahren spielen zu dürfen und spielen zu können. Aber wie gesagt, war natürlich eine Entscheidung, die nicht so einfach, die man nicht so einfach trifft, sondern haben uns sehr verantwortungsvoll viele Gedanken gemacht.